So, also nochmal herzliches Willkommen an alle Teilnehmer zum heutigen Webinar. Wir sprechen heute über High-Quality-Stocks, investieren in Zeiten hoher Bewertungen. Und damit nehme ich natürlich schon eins vorweg, dass ich ein Stück weit impliziere, dass wir doch zumindest auch in den USA Bewertungen erreicht haben, die ja historisch gesehen hoch sind. Ja, und da einfach mal zu Beginn die Frage heute in die Runde, wer denn hauptsächlich eher tendenziell als Investor an den Börsen unterwegs ist oder als Kurzfrist-Trader, Swing-Trader. Und da einfach vielleicht auch die Frage, ob dann auch ja, beide Strategien verfolgt werden. Ganz kurz einfach mal an die Teilnehmer. Frage im Chat. Investor, Investor. Beides, beides. Okay, da haben wir eine sehr bunte Mischung mit dabei und das macht das Ganze spannend. Eine kleine Frage noch, bevor wir dann starten in die Runde. Wer glaubt denn, dass wir tendenziell eher hohe Bewertungen an den Aktienmärkten haben, um heute zu investieren? Oder wer glaubt, dass wir ja eigentlich weiterhin zugreifen können, weil doch der Aktienmarkt nur eine Richtung kennt? Da auch noch mal ganz kurzes Feedback im Chat. Okay, ja. Wahrscheinlich kommen diese Rückmeldungen der doch zu hohen Bewertung, kommen nicht unbedingt nur durch meine Implikation jetzt zu Beginn oder auch durch den Titel des heutigen Webinars, sondern ich denke, wir sehen, dass alle, die wir uns schon ein bisschen länger mit der Börse beschäftigen, dass doch die Bewertungen recht hoch sind. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie wir versuchen können, risikoarme Chancen zu generieren und die auch zu nutzen. Bevor wir starten, wieder der Disclaimer, wie immer. Ich gebe hier kein Investment-Advice in dem klassischen Sinne, dass ich als Berater hier auftrete, sondern es sind einfach nur Gedanken, die wir haben, die wir bei TraderFox in der Redaktion besprechen und die wir natürlich auch über unsere Screenings, über unsere regelbasierten Anlagestrategien bekommen und die gerne mit euch teilen möchten. Genau. Bevor wir starten, nochmal ein ganz kleiner, kurzer Umriss zu meiner Person. Ich bin noch nicht ganz so lange bei TraderFox in der Redaktion tätig. Ich bin verantwortlich als Redakteur für das neue Hotstocks Telegram, das erscheint seit Mitte April jetzt jeden Freitag um 16 Uhr und soll eben zusammen mit den Kollegen einen Umriss geben, was in der Woche passiert ist und wo wir eben die größten Chancen am Aktienmarkt gerade sehen. Ich persönlich bin Börsianer aus Leidenschaft. Ich habe viele Jahre im Vermögensmanagement und in der Vermögensverwaltung gearbeitet und mache jetzt eben mit meinen Kollegen in den Redaktionen nichts anderes, als uns tagtäglich mit den aktuellen Gegebenheiten zu beschäftigen. Ich bin zertifizierter technischer Analyst und das spürt man vielleicht dann auch heute im Webinar, wie ich es dann im Hotstocks Telegram auch versuche, die ja doch Qualitätsaktien auch ein Stück weit nach technischer Analyse oder auch eben mit einem Trading-Ansatz zu verbinden. Zu den Bewertungen. Wir haben es ganz kurz in der Umfrage schon festgestellt. Wir sind historisch an doch einerseits ja Höchstkursen. Wir eilen wieder von Allzeithoch zu Allzeithoch an den Märkten. Und das zeigt auch der sogenannte Buffett-Indikator, wenn wir uns anschauen, die Marktkapitalisierung, wie sie eben global gesehen, also jetzt nicht nur der amerikanische Markt, im Verhältnis steht zu dem Bruttoinlandsprodukt, dann sind wir da an historischen Höchstkursen.
Das heißt, der Aktienmarkt hat sich da einfach ein Stück weit abgekoppelt und da erzähle ich Ihnen in dem Moment wahrscheinlich auch nichts Neues, dass eben das Ganze weiterhin eben getrieben wird durch die Ausweitungen der Notenbanken. Und da hatten wir ja letzte Woche eben das Jackson Hole Meeting und hier wurde schon auch angedeutet, dass man doch irgendwann auch dieses Tapering wieder beginnt. Hat aber auch da noch keine Zinserhöhung wirklich in Aussicht gestellt. Das heißt, im ersten Moment hat der Markt das gehört, was er gerne hören möchte, nämlich, dass wir weiterhin gut unterstützt sind aus der Geldpolitik. Wenn wir uns das anschauen, konkret in Zahlen, da kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich das sogenannte KSI-Verhältnis oder Price-Earnings-Ratio. Wenn wir uns das anschauen, auf 12-Monats-Basis, also die Erwartungen, die dort die Analysten eben an die Unternehmen haben, dann ist das verglichen mit dem, was wir an Bewertungen haben, historisch auf einem sehr hohen Niveau. Wir sind da zwar ein Stückchen zurückgekommen. Woran liegt das? Das liegt nicht daran, dass die Kurse fallen, sondern es liegt daran, dass wirklich auch die Unternehmen es jetzt geschafft haben, doch auch die Profitabilität zu steigern und hier ihre Gewinne auch auszuweiten. Heißt dennoch nichts anderes, dass wir immer noch historisch gesehen im Forward PI auf 12 Monats Sicht bei 21 liegen, der 5-Jahres-Durchschnitt liegt bei 18, während der 10-Jahres-Durchschnitt bei 16 liegt. Das heißt, wir sind da doch etwas weggelaufen. Das behalten wir einfach im Hinterkopf. Was bedeutet das für uns? Wir können wahrscheinlich nicht mehr blind in den Aktienmarkt einsteigen. Das heißt, auf eine gewisse Sicht, ja, 30, 40 Jahre. Ich werde ganz, ganz häufig gefragt, auch im Bekanntenkreis, Mensch, was machen wir jetzt? Wo legen wir an? Sind wir nicht zu teuer? Dann sage ich ja, für die Altersvorsorge einfach sparen, regelmäßig einsteigen, was machen, dann kann auf 30 Jahre nichts passieren. Wenn wir aber einfach mal uns anschauen, wo die Renditen liegen, die wir erzielen können, wenn wir mal nur einen 10-Jahres-Zeitraum in Aussicht stellen, dann ist es eben so, dass wir eher damit rechnen müssen, dass wir auf Sicht von 10 Jahren im Durchschnitt ja wahrscheinlich keine aktienähnliche Rendite erzielen können. Ja, langfristig gesehen wollen wir irgendwo 6, 7, 8, im S&P vielleicht sogar 9% verdienen am Aktienmarkt und da eine gewisse Prämie eben vereinnahmen für das Risiko, was wir eingehen. Und aktuell scheint das Ganze eben nicht richtig bepreist. Ich sage jetzt nicht, dass das Ganze am Bondmarkt besser aussieht. Dort sieht es noch schlechter aus. Und das ist eben etwas, was wir einfach im Hinterkopf behalten dürfen, dass natürlich die Assetklassen auch in einem Verhältnis zueinander stehen. Das bedeutet nichts anderes, dass der Aktienmarkt eben im Verhältnis zum Bondmarkt immer noch günstiger bewertet ist und dementsprechend hier das Ganze als alternativlos gilt. Trotzdem müssen wir uns sowas einfach im Hinterkopf behalten, dass wir hier eben, wie gesagt, auch nicht mehr blind investieren können und dann sagen können, jawohl, ich habe auf die letzten 10 Jahre hier eine tolle, tolle, tolle Rendite erzielt. Das eben auch nochmal vor dem Hintergrund der Inflation. Ja, dass eben dadurch, dass wir recht hohe Bewertungen haben, obwohl die Gewinne gestiegen sind, das eben bedeutet, dass wir eine Verzinsung in Anführungszeichen, die wir über eine Gewinnrendite plus eine Dividende in einer Aktie erzielen, dass die eben gerade auch bei den gestiegenen Inflationsraten heute nicht mehr ganz so hoch sind. Genau. Jetzt ist einfach auch die Frage, beziehungsweise ja, wie viel Fantasie steckt denn im Markt schon drin? Und das fand ich eine ganz, ganz interessante Auswertung der Aktien. Und wir haben das auch bei TraderFox, beziehungsweise auch im Hotstocks Telegram schon öfters besprochen, dass wir versuchen, nicht unbedingt auch, obwohl ja Hotstocks impliziert, dass wir wirklich die heißesten Stocks suchen, dass das
nicht heißt, dass wir jetzt auch mit auf diesen Zug mit aufspringen und wirklich jede Bewertung kaufen. Und das ist eben die Anzahl der Stocks, die eben einen Kursumsatzverhältnis von über 15 haben, was sehr, sehr hoch ist. Die liegt aktuell sogar höher als damals in der Dotcom-Blase. Das muss man sich auch einfach im Hinterkopf behalten. Wir versuchen, diese Themen eben zu umgehen. Die Luft wird insgesamt dünner. Wir sehen auch, dass die Margenverschuldung, das ist eine schöne Schreibfehler, die Margenverschuldung, also das, was praktisch auf Margin gehandelt wird, zusätzlich Kapital aufgenommen wird, um am Markt zu investieren, dass da dort ein gewisser Peak erreicht wurde. Und das war in der Vergangenheit, das sieht man auch eben im Bereich der Dotcom-Bubble 99, 2000, als auch eben im Jahr 2007, 2008 gab es dort einen Peak. Und kurz danach, später, das wissen Sie, das weiß ich, kamen dann die starken Einbrüche. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir einen Crash erwarten, aber das sind einfach Indikationen, die man im Hinterkopf behalten sollte. Auch hier, da gibt es einen Economic Surprise Index seitens der Citigroup, die hat den mal erstellt in der Vergangenheit. Und wenn wir den jetzt anschauen, dann ist es eben so, dass der unter die Nulllinie gefallen ist, was auch in der Vergangenheit tendenziell eher ja schon auch Bereiche impliziert hat, die eben schon auch zu einer Umkehr geführt haben. Ich habe einfach mal auch einen Screenshot gemacht der Wirtschaftsdaten, die so in den letzten 10 Tagen kamen. Und da sehen wir, da ist relativ viel rot. Und das bedeutet, dass wir hier eben ja höhere Analystenerwartungen haben, wie das, was wir an Wirtschaftsdaten reinbekommen. Das sind jetzt unterschiedlich. Das war in der letzten Woche, waren das Frühindikatoren, die eher tendenziell auch etwas schwächer waren. Und das sind doch auch schon wieder gewisse Anzeichen, dass hier ja vielleicht auch zu viel Erwartungshaltung mittlerweile auch bei den Analysten herrscht. Was ich mir auch angeschaut habe im Vorfeld, ist das Thema, inwieweit die Marktbreite diese neuen Höchststände eben trägt. Und da habe ich mir den S&P und den Russell mal angeschaut, den Russell 3000, der wirklich ja den sehr, sehr breiten Markt abbildet. Und das ist das, was man hier sieht, so sage ich mal, in den letzten ja, 8 bis 12 Wochen, dass wir hier im Verhältnis von neuen Hochs zu neuen Tiefs eben keine neuen Höchststände mehr erreichen können, sondern eher tendenziell hier in einem gewissen Abwärtstrend sind, während doch die Indizes selber steigen. Und das ist ja auch ein Effekt, den wir ja schon längere Zeit beobachten, dass wir hier natürlich auch unter anderem getrieben durch die ja, Umschichtungen aus aktiv gemanagten Fonds in ETFs, dass das halt dazu führt, dass eben die großen, schon stark marktkapitalisierten Unternehmen hier weiter Zuflüsse erreichen und dementsprechend ja, es dann hier zu Imbalancen kommt zwischen dem breiten Markt. Auch das ist sentimenttechnisch immer so ein ja, kleiner Frühwarnindikator, dass vielleicht eben der breite Markt diesen Aufschwung aktuell nicht trägt. Andererseits, und das ist aber auch interessant, haben wir gesehen, dass eben das sogenannte Put-Call-Ratio jetzt gerade auch im S&P 500 da eher schon auch gewisse Ängste angezeigt hat. Das heißt, hier wurden Absicherungen gekauft, auch vielleicht vor dem Hintergrund dessen, dass der ein oder andere institutionelle Anleger hier auch schon glaubt, dass die Chips vielleicht auch bald vom Tisch genommen werden. Vielleicht war das auch aber eher auch im Vorfeld des Jackson Hole Meetings, dass man gesagt hat, ich will mich hier einfach absichern und möchte hier nicht in ein offenes Messer reinlaufen. Das ist aber eher tendenziell ein Indikator, dass wir keine Euphorie haben. Und wenn wir den sogenannten Fear and Greed Index uns anschauen, dann ist es auch so, dass wir jetzt so langsam erst in den Bereich kommen, dass eine gewisse Euphorie herrscht, wobei, ja, 59 ist jetzt nicht übertrieben. Letzte Woche am Freitag waren wir bei 50. Die Tendenz ist aber wichtig und da gehen wir weiter in so einen Bereich.
Genau. Was können wir als Anleger jetzt dagegen tun in dieser Situation? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit eben ist es zu sagen, wir gehen in qualitativ hochwertige Unternehmen rein und versuchen da irgendwo einen Alpha zu generieren gegenüber dem allgemeinen Markt. Was haben wir bei TraderFox schon in der Vergangenheit gemacht? Wir haben das gesteuert in einem regelbasierten Screening und haben gesagt, okay, mit dem TraderFox High Quality Alpha Selection Index bilden wir einen Index ab, der eben in qualitativ hochwertige Unternehmen nach gewissen Kriterien investiert, die regelmäßig anpasst und somit versucht, gegenüber dem Markt eben eine Outperformance zu erzielen und wenn möglich eben einen geringen Drawdown zu haben. Das hat funktioniert in der Vergangenheit, das hat extrem gut funktioniert. Das sieht man einfach hier im Vergleich. Wir haben den Backtest ja seit 98 laufen und haben dann eben gesehen, dass wir eine durchschnittliche Jahresperformance von 16% erzielen können gegenüber 8% im S&P bei einem deutlich geringeren Drawdown. Und selbst wenn die Märkte doch, ja, kann man schon sagen, eher euphorischer sind oder wir in einer Marktphase sind, in der wir ganz klar sagen müssen, ja, es läuft doch sehr, sehr gut an den Märkten, weil ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, wann wir den letzten richtig großen Rücksetzer haben und damit meine ich keinen Rücksetzer von 3%, sondern mal einen wirklich größeren, dann müssen wir doch da schon ein bisschen weiter zurückgehen. Und das ist genau der Punkt, dass eben selbst in so einer Phase, in der man dann denkt, okay, ja, so langweilige Qualitätsunternehmen, da will ich ja nicht mit rein und in den Zeitungen, in den Börsenbriefen steht manchmal auch was anderes drin, dass ich aber auch hier, selbst in so einer Phase, eine schöne Outperformance erzielen kann. Genau. Wir können uns einfach auch mal anschauen, was wir für Titel eben in diesen Indizes haben. Bevor wir das aber tun, will ich einfach auch darauf eingehen, nochmal, was ist ein Burggrabenunternehmen? Ich gehe davon aus, dadurch, dass auch viele gesagt haben, ja, wir sind hier als Investoren auch unterwegs, dass sie wissen, okay, was ist ein sogenanntes Burggraben-Unternehmen. Wir gehen nur nochmal drauf ein. Burggraben, der Begriff geht zurück auf die Börsenlegende von Warren Buffett, der mit Berkshire Hathaway es ja geschafft hat, langfristig extrem hohe Renditen zu erzielen. In der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit auch, aber auch immer wieder dafür kritisiert wurde, dass er da nicht ganz mithalten konnte. Man aber jetzt auch zuletzt gesehen hat, dass Berkshire Hathaway weiterhin ein super Unternehmen ist und dass das ja immer noch ein Unternehmen ist, was es schafft, Aktien zu finden mit einem hohen Burggraben und dementsprechend auch Renditen zu erzielen. Was zeichnen eben diese Geschäftsmodelle aus? Sie sind eben schwer angreifbar. Das heißt, es ist schwierig für andere Unternehmen oder sogar, ja, ich nenne es jetzt mal Startups hier in irgendeiner Weise in den Markt reinzukommen und hier, sage ich mal, auch eine Präsenz dieses bestehenden Geschäftsmodells in irgendeiner Weise anzugreifen. Das gibt's immer wieder. Sind wir bei Schumpeter, die schöpferische Zerstörung, sowas gibt es, ja, wenn sich ganze Technologien verändern. Davor sind auch diese Unternehmen, die wir besprechen, nicht gefeit. Nur wir versuchen natürlich über diese Schiene Unternehmen zu finden, deren ja, Existenz die nächsten 10 bis 20 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gegeben ist. Ich habe es gerade angesprochen, es gibt hohe Markteintrittsbarrieren für die Wettbewerben. Das geht häufig einher mit starken Marken und das ist etwas, was wir sehen, wenn wir beispielsweise uns ja eine Coca-Cola anschauen, ja, dass eben allein, ich habe einmal eine Umfrage gesehen zur Flaschenform, ja, dass allein an der Flaschenform eben schon die Marke Coca-Cola erkannt wird. Also das ist sehr häufig ein starkes
starkes Zeichen und auch eben eine hohe Markteintrittsbarriere. Wie sehen konkret finanzielle Kennzahlen aus? Was wollen wir? Wir wollen eine stabile, hohe Nettogewinnmarge. Das heißt nichts anderes, wir wollen sehen, dass dieses Unternehmen seine Preise durchsetzen kann. Wir wollen eine hohe Eigenkapitalrendite haben. Eine hohe Eigenkapitalrendite, ja, das führt dazu, dass wir einen Wettbewerbsvorteil haben und eben, ja, ein gutes Kapitalmanagement. Wir haben einen gewissen Sicherheitspuffer, dass wir sagen können, okay, selbst auch in Schwächephasen, in Phasen des konjunkturellen Abschwungs oder in der Rezession, haben wir hier Unternehmen, die dann trotzdem dementsprechend hantieren können. Wir wollen einen geringen Verschuldungsgrad. Wir wollen damit eben das Insolvenzrisiko senken und ja, eben keinen hohen Leverage haben, damit wir, ja, also das hat man ja gesehen, dass eben dann Unternehmen auch in Zugzwang kommen, beziehungsweise dann ja auch von Investoren in so einer Art und Weise dann ja auch unter Druck gesetzt werden können. Was wollen wir sehen? Wenn möglich, wollen wir stabiles, moderates bis hohes Umsatzwachstum sehen. Das heißt also, wir wollen keine horrenden Ausschläge haben. Ein Jahr haben wir eine Verdoppelung vom Umsatz, danach haben wir wieder im Jahr nichts verkauft, aus welchen Gründen auch immer. Wir wollen hier einfach Kontinuität. Wir wollen Ruhe im Depot haben, wenn wir über solche Aktien sprechen. Und ganz wichtiger Punkt natürlich ist auch eben das Management. Das heißt, wir wollen auch hier nicht ständig irgendwo einen Wechsel haben. Wir wollen nicht jede 2 Tage einen Strategiewechsel haben. Wir wollen aber doch auch sehen, dass das Management ja in gewisser Weise auch visionär denkt und ja auch jeden Tag, nicht jeden Tag, aber regelmäßig eben auch beweist, hier auch ja, das Unternehmen auf veränderte Bedingungen gut einzustellen. Das sind so die finanziellen Kennzahlen bzw. die Kriterien, die wir anlegen, wenn wir auf Burggrabenunternehmen schauen. Jetzt ist eben die Frage, wie und wann können wir investieren? Und ich habe es gerade eben schon angesprochen. Wir können das eben über einen regelbasierten Ansatz machen. Wir können das über den Qualitätsindex als Zertifikat machen. Ich zeige Ihnen das gerade mal, wie das aussieht. Das Ganze sind die Qualitätsindizes von TraderFox, die aufgelegt worden sind, ganz offiziell. Das kann man in einem Regelwerk nachlesen, wie das genau funktioniert. Ich habe gerade eben mit Ihnen die Kriterien besprochen, nach welchen hier eben die Burggrabenunternehmen ausgesucht werden. Und wir haben jetzt hier beispielsweise eben in diesem Index, also es gibt mehrere, aber es gibt eben diesen High Quality Alpha Selection, der in 12 Unternehmen investiert, zu gleichen Teilen und diese dann alle 3 Monate anpasst. Dafür wurde ein Zertifikat aufgelegt. Das können Sie auch ganz normal wie jedes andere Zertifikat handeln. Und wenn wir hier eben auch mal reinschauen, das ist auch eine Zahl, die mich bei diesem Index sehr, sehr, sehr begeistert. Und das ist zwar diese nur -2% beispielsweise im Jahr 2018, als wir doch auch einen starken Einbruch im Aktienmarkt hatten. Das sind die aktuellen Unternehmen. Und wenn wir uns eben das Ganze anschauen, dann ist das, oder da kommen wir später nochmal drauf, genau, das ist dann etwas, über die wir dann auch regelmäßig berichten, beziehungsweise Ihnen auch zeigen kann, über welche Angebote Sie eben diese Auswahl sich immer wieder auch anschauen können. Es gibt eine zweite Möglichkeit, wie Sie investieren können in diesen Index. Und zwar ist das über die Online-Vermögensverwaltung, die Qualit Invest. Und da ist das Schöne, hier können Sie eben verschiedenste Indizes, die wir bei TraderFox haben, wie jetzt beispielsweise den QuiX Deutschland oder auch das Pendant zum High Quality Stocks USA oder zum High Quality Alpha Selection, dass eben hier Sie diese einzelnen regelbasierten Anlagestrategien
nach ihrem Wunsch miteinander mischen können und das auch eben regelmäßig anpassen können. Im Hintergrund wird dann in die Einzelaktien investiert nach ihren Anteilen, sodass sie eben sich hier eigentlich nur noch auf die großen Themen spezialisieren können und nicht mehr selber tätig werden müssen oder da irgendwelche Transaktionskosten haben. Das ist eine zweite Möglichkeit. Und eine dritte Möglichkeit eben, die wir haben, ist eben das Thema, dass Sie eben diese Aktien selber auswählen. Und da kommt jetzt eben die Verbindung ins Spiel zum Hot Stocks Telegram. Das auch ist mir heute wichtig, ist Ihnen einfach auch mitzugeben, dass auch ja, dieses Format nicht bedeutet, dass wir hier die Hot Stocks, die spekulativsten Themen mit drin haben, sondern Sie werden nachher sehen, dass wir da halt auch sehr, sehr hochwertige Unternehmen haben. Diese High-Quality-Stocks, die wir über diese Screener auch bekommen, die aber dann in Verbindung gesetzt werden mit ja, bestehenden Strukturen. Und das ist so, dass eben ja, wir zwei Empfehlungen geben, wie wir das Timing in solchen Einzelaktien, in solchen Burggrabenunternehmen dann eben ja, vollziehen können. Das eine ist eben, prozyklisch bei Ausbrüchen in bestehende Aufwärtstrendstrukturen zu investieren. Das ist eine Möglichkeit, oder zu sagen, okay, hier sind wirklich aufgrund von, ja, beispielsweise schlechten Quartalszahlen eben, ja, die Aktien abgestraft worden oder aufgrund von News oder Unruhe im Unternehmen und wir dementsprechend dann antizyklische Einstiege auch suchen können. Und darauf möchte ich heute jetzt eingehen nochmal. Einmal das Thema der bestehenden Positionen. Und das ist das Interessante auch an diesen Indizes beziehungsweise an den Screenern, die wir da für Sie zur Verfügung stellen und die Sie nutzen können. Weil mir ging es auch so. Ich habe diese Unternehmen mir angeschaut und im ersten Moment gesagt, okay, ja, die laufen mir jetzt nicht jeden Tag so in der Art und Weise über den Weg. Und die Kollegen haben da auch im letzten Aktienmagazin diese Unternehmen nochmal ausführlich besprochen. Ich habe es kurz zusammengefasst. Die Firma Chemet, eine Unternehmen für häusliche Gesundheits- und Sanitärdienstleistungen, ja, eine kleine Investmentbank. Also uns allen sagt JP Morgan, Goldman Sachs, das sind uns alle ein Begriff, aber Houlihan Lokey war mir in dem Moment auch nicht unbedingt einer. Dann haben wir eben die Lancaster Colony, ein Lebensmittelhersteller, auch selbst ein Dividendenaristokrat und die Firma Rollins, der größte Kammerjäger der Welt. Und Sie sehen eben anhand ein Kammerjäger ist einfach nicht hip. Und das ist aber das, was wir hier über die regelbasierten Anlagestrategien halt mit drin haben, dass wir hier die Möglichkeit haben, eben auch solche Unternehmen mit dabei zu haben. Wir versuchen natürlich alles auch zu screenen und alles auf dem Schirm zu haben. Das ist aber auch eine gewisse Herausforderung. Diese Aktien sind eben besprochen worden im Aktienmagazin. Das heißt auch da eben das Thema für Sie, wenn Sie das interessiert, wie dort die aktuellen Ranglisten aussehen der High-Quality-Stocks, dann finden Sie dort auch immer eine Übersicht über die Rangliste der 100 Aktien im aktuellen Aktienmagazin und auch eben immer das aktuelle Depot nochmal zum bestehenden Index, die ersten 10 Positionen oder beziehungsweise die 12 Positionen. Eine zweite Möglichkeit, eben hier dann auch die High-Quality-Stocks sich anzuschauen, ist eben über TraderFox das Angebot der Paper, dass sie dort eben regelmäßig auch sich das jeden Tag als PDF zuschicken lassen können, aber auch dann eben im TraderFox-Aktienrankings unter den Templates sich das Ganze auch anschauen können. Und da springen wir jetzt ganz schnell mal rein und lesen da auch nochmal eben genau drüber, was da dahinter steckt. Und zwar ist es
die High-Quality-Stocks USA. Und Sie sehen, hier haben wir nochmal das Thema die Eigenkapitalrendite, die wir haben wollen, das stabile Wachstum. Wir wollen die Nettogewinnmarge haben. Wir wollen wenig Finanzverbindlichkeiten haben und eine hohe Nettogewinnmarge. Genau, das ist hier so eingestellt. Hier hätten Sie dann auch die Möglichkeit, eben selber auch nochmal zu screenen. Wenn wir jetzt diesen Scanner uns hier mal anschmeißen, dann haben wir eben dann ein Ranking über diese Aktien. Und kommen dann hier zur Übersicht. Und das ist jetzt genau das, was wir immer wieder tun, in der Redaktion, dass wir versuchen, über Newsimpulse, über Chart-Screenings, über Quartalszahlen hier zu versuchen, eben auch in qualitativ sehr hochwertige Aktien reinzukommen mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis, beziehungsweise eben da das Thema Investor und Trading ein Stück weit miteinander zu verbinden. Also wir wollen es nicht vermischen in dem Sinne, weil es ist wichtig, dass Sie immer wissen, ob Sie als Investor oder als Trader handeln, aber dass das eben eine Möglichkeit bietet zu sagen, okay, ich komme hier schnell in eine Situation, in der ich eventuell nicht in Stress gerate mit meiner Position. Also ich weiß, ich kaufe eine Qualitätsaktie und wenn die aber halt nach meinem Einstieg 20% ins Minus gerät, dann ist oft die Psychologie so, dass sie dann zu Stress führt. Deswegen hier ein paar Beispiele, wie wir das verbinden und warum dann auch für Sie auch das Hotstocks Telegram interessant sein kann in Verbindung eben auch mit den anderen Produkten mit dem Aktienmagazin. Beispiele aus der Vergangenheit. Ich habe besprochen, am 18. Juni den Cyber Security Spezialisten Fortinet. Und das ist eine Aktie, die uns im Qualitätscheck einfach schon mal 15 von 15 Punkten mitgibt. Und damals war mein Fazit, dass wir hier natürlich aufgrund des Anlagetrends schon doch auch eine gewisse, ja, höhere Bewertung haben bei so einer Aktie. Ja, Sie sehen ein KUV 12, doch der Aufwärtstrend ist intakt und dann unterscheiden wir natürlich. Also das ist dann eben ein Thema, kaufe ich eine KUV-Aktie 15? Oder mit einer Bewertung 15 und habe aber ein Unternehmen, was eventuell eine hohe Verschuldung hat und nicht in einem Anlagetrend ist und, und. Und das ist genau das Thema, was wir eben hier haben. Und wenn wir uns das eben im Chart dann anschauen, wie das aussieht, ist das eine Empfehlung gewesen. Oder Empfehlung ist übertrieben, aber ich zeige Ihnen gerade, wir haben hier beim Ausbruch, das war der Moment, in dem wir über diese Aktie berichtet haben. Und das ist etwas, so ein Unternehmen kommt dann in Hotstocks Telegram, wenn es eben auch zu so einer Aktie dann auch einen gewissen Trigger gibt. Und Sie sehen, wie sich es jetzt auch entwickelt hat. Ich meine, solche Themen haben wir immer, dass wir hier dann auch mal einen starken Abverkauf sehen. Aber Sie sehen, der wird bei so einer Aktie direkt aufgefangen. Was steckt dahinter? Der Trend dahinter ist klar. Wir haben horrende Hacker-Attacken. Das Ganze nimmt immer mehr zu, weil wir natürlich jetzt auch durch Corona diesen Katalysator hatten, dass natürlich auch jetzt viele, viele Unternehmen weiter ihre Geschäfte umstellen und digitalisieren, in die Cloud verlagern. Dass auch eben die E-Mail-Kommunikation immer wieder angegriffen wird und da ist ja Fortinet einer der Leader und das aber auch nicht erst seit ja 2 Jahren, sondern auch schon seit längerer Zeit, wie wir es eben gesehen haben. Und genau das sind die Unternehmen, die diese stetigen Umsatzentwicklungen auch bringen und dementsprechend hat man dann die Möglichkeit eben über diese Situation ja, zu einem guten Zeitpunkt auch in so eine Aktie reinzukommen. Adobe, ähnliches Thema, ist für uns in der Ausgabe vom 14. Mai mit drin gewesen, als wir über Alternativen zu Hoch-KUV-Aktien geschrieben haben.
Und das ist aber eine Aktie, die selber ein hohes KUV hat. Doch es ist wirklich die einzige Aktie, die wir sehen aufgrund des großen Burggrabens, aufgrund der Innovationsfähigkeit und auch bewiesen hat, eben diese Stabilität an den Tag zu legen, dass wir die dann auch hier als High-Quality-Stock mit drin haben zu auch so einem KUV. Und wenn wir uns das Ganze anschauen im Chart, wie das zu dem Zeitpunkt dann ausgesehen hat, sah das nämlich genau so aus. Und da kommt dann ein Stück weit natürlich auch, ja, mein Know-how, unser Know-how mit rein. Wir haben einfach eine sehr schöne Bullish-Flagge gesehen und die hat sich dann in dem Moment kurze Zeit später nach oben hin aufgelöst. Und das sind genau die Dinge, die wir versuchen, auch in Hotstocks Telegram auch abzubilden, auch mit anderen Aktien, natürlich über die News-Impulse, aber beispielsweise auch bei einer Adobe. Genau. Switchen. Zu dem Zeitpunkt auch, uns war klar, wir haben schon ein recht hohes KUV, Verbindung aber eben mit der charttechnischen Formation. Zu dem Zeitpunkt war der Alarm platziert. Wer hier nachgegangen ist, der war mit dabei. Im Aktien-Realgeld-Depot sind wir schon sehr, sehr lange investiert. Wir sind, glaube ich, 350% mittlerweile vorne und das ist eine Aktie, die kann man einfach mit im Depot lassen. Garmin, ähnliches Beispiel. Garmin für uns auch ein ganz, ganz spannendes Unternehmen aktuell, weil Garmin es schafft, es durch ja, Produktinnovation in verschiedenen Bereichen sehr stark immer wieder auch ja, die Kunden zu begeistern. Man kennt Garmin natürlich auch hauptsächlich aus dem Outdoor-Gesundheits- und Fitness. Trend, der jetzt auch gespielt wird, logischerweise. Es sind ganz, ganz viele Menschen auf Fahrrädern und auf Wanderwegen unterwegs. Corona hat das ganze Thema auch nochmal forciert. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass Garmin auch im Automobilbereich mit unterwegs ist und dort es natürlich so ist, dass hier über ja, einen großen, großen Wandel in der Automobiltechnologie, auch was Display, was Navigation angeht, hier auch mitspielen kann und grundsätzlich sich ja auch die Automobilindustrie da konjunkturell wieder gefangen hat. Und hier ist es genauso gewesen. Die Aktie arbeitet sich raus aus einem Ausbruch, aus einer Range. Das war am 2. Juli. Und wenn wir uns das eben im Chart anschauen, dann sah das Ganze so aus. Und da war der charttechnische Ausbruch, da war die Vorstellung, der Trend war absolut intakt. Und hier haben wir es besprochen und dann geht die Aktie raus. Und das sind genau die Punkte, dass wir dann sagen können, ich kann eine Qualitätsaktie auch vom Timing her dann eben zum Einstieg finden und somit, dass die beiden Themen eben dann in dem Moment kombinieren. Garmin war ein so ein Beispiel. Dann die Infosys. Wir haben begonnen, den indischen Aktienmarkt zu thematisieren, weil wir gesagt haben, wir halten Indien für, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, das nächste China. Wir erleben dort Entwicklungen, die wir vor 10 Jahren in China erlebt haben oder ähnliche Entwicklungen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wird steigen. Es wird sich eine Mittelschicht herausbilden. Und was wir natürlich dort sehen, ist, dass ja, schon immer auch gewisses technisches Know-how da war aus dem Bereich der IT, sowie auch halt einfach das Thema, dass wir in Indien geringere Lohnkosten haben als in unseren Regionen und das eben dazu führt, dass Infosys dort als IT-Dienstleister auch und als Consultant-Firma da sehr präsent auch auf dem globalen Markt unterwegs sein kann. Und genau diese Firma zeigt ein unglaubliches Umsatz und Umsatz, eine hohe Umsatzstabilität, ein hohes Gewinnwachstum. Und dementsprechend ist das langfristig gesehen eine Aktie, die, wenn man das Thema Indien auch spielen möchte, weil es ist einfach ja, nicht ganz so kapitalmarktorientierter
Bereich oder Land gewesen oder auf dem Schirm der Großanleger, um es mal so auszudrücken, dass das jetzt eben ein Unternehmen ist, was an Größe gewinnt. Und wir haben das mit aufgenommen in unser Coverage, speziell für Indien, und haben das auch als Basisinvestment für Indien in unserer Empfehlung sozusagen mit drin. Und wenn wir das uns einfach auch anschauen, auch hier kam in diesem Bereich nach dem Rücksetzer, kam dann hier da auch die Vorstellung im Aktienmagazin. Klar, auch hier wieder ein Stück weit auch das Thema, dass diese Aktien insgesamt gut gelaufen sind. Und auch der indische Aktienmarkt, ja, momentan bewertungsseitig doch auch, ja, fundamentale Höchststände sieht. Und auch der Index selber Höchststände sieht dort, der Leitindex. Aber auch hier sieht man dann einfach, dass so eine Aktie auch zu einem guten Zeitpunkt gekauft, nach so einer Seitwärtsphase in diesem Bereich, dass das auch dazu führt, dass ich mir hier einen Puffer aufbaue, der mich doch dann wieder ruhiger schlafen lässt. Klar, wir wollen ja nicht auf 3 Monate gucken, sondern wir sind als Investoren langfristig unterwegs, aber es gibt einfach eine gewisse Beruhigung, wenn ich das Thema miteinander koppel. Genau. Nochmal ein, zwei Beispiele aus dem Hotstocks Telegram, Qualitätsaktien, die wir hier mit drin hatten. Wir haben eine Facebook besprochen, auch am 14. Mai. Für uns Facebook auch im Aktienrealgelddepot, im Aktienmagazin die größte Position, weil wir absolut überzeugt sind davon, dass Facebook mit den ganzen Themen, zuletzt jetzt eben auch nochmal das Interview und die Ausführungen zum Metaverse, es schafft hier einen riesengroßen Burggraben aufzubauen und ja, mit der Bewertung, das am Markt in der Hinsicht noch nicht ja, wirklich, wirklich eingepreist ist. Und wir haben, glaube ich, aktuell einen KGV von 25 auch bei Facebook, was wir immer noch für zu gering halten, verglichen mit den Chancen, die wir sehen über die Kryptowährung, über das Metaverse, über ja, die Monetarisierung von WhatsApp. Und wenn wir auch hier einfach anschauen, wann wir das besprochen haben im Hotstocks Telegram, dann war das eben der Bereich hier Ende Mai nach einer lang, lang, langen Seitwärtsphase. Dann kam hier der Impuls mit den starken Zahlen, ein Gap-up. Und das ist etwas, was wir eben dann auch aufgreifen, den Rücklauf. Und dann sagen, okay, die Story stimmt für uns, das ist hot, ja, das ist ein News-Impuls aus den Quartalszahlen heraus, der hier aufgegriffen werden kann, nachdem eben hier der saubere Rücklauf auf die Range kommt und seitdem die Aktie auch deutlich, deutlich vorne, roundabout, ja, über 20 oder knapp 20% zugelegt. Genau. Dann haben wir gesehen, die Thermo Fisher Scientific, auch ein Dauerläufer, so habe ich es bezeichnet. Das ist eben, wie gesagt, immer hier das Fazit gewesen aus der damaligen Ausgabe. Aktie zum Kaufen und liegen lassen. Kurzfristig aus einem kurzfristigen Abwärtstrend eben ausgebrochen. Und das kann man dann eben als, ja, doch auch Langfristinvestor in dem Moment dann halt auch angreifen, um eben einen sauberen Einstieg auch zu finden in so eine Aktie. Das schauen wir uns auch ganz kurz an. Und das ist für mich aber auch etwas, ein Szenario, was jetzt aktuell einfach nicht erledigt ist, sondern wir sehen ja genau hier den Ausbruch aus der Range und wir schieben uns jetzt in so einer Aktie langsam nach oben. Die Story dahinter stimmt. Die Gesundheitsausgaben werden einfach weiter hoch bleiben. Man hat jetzt auch gesehen, eben, wie wichtig das ist, um dann auch in der Pandemie dabei zu sein. Ja, der eine sagt jetzt, okay, schön und gut, Thermo Fisher Scientific ist ja schön, aber wo war die Moderna? Ja, oder wo ist eine BioNTech? Das ist richtig, aber eben wie gesagt, wir wollen hier in Dauerläufer, in starke Qualitätsaktien investieren und wir wollen damit auch eben ja einfach langfristig unsere Ruhe haben und so eine Outperformance erzielen. Und das ist eine Aktie, mit der kann ich das. Und wenn ich sowas dann hier nochmal in dem Moment vom Einstieg her etwas optimieren kann, dann ist das eine gute Sache.
Nochmal ein Beispiel, das ist Lululemon, Anbieter eben von hochwertiger, ja, Yoga-Kleidung. Bin ich damals aus allen Wolken gefallen, als ich das gesehen habe, was so eine Yoga-Hose kostet. Aber auch da hat vielleicht Corona ein Stück weit mit dazu beigetragen, dass ja, der eine oder andere auch gesagt hat, ich mache etwas mehr Yoga und oder ich widme mich diesem Thema, und dementsprechend kleide ich mich auch ein. Wir haben einen allgemeinen Konsumtrend. Die Firma schafft es da sehr, sehr gut, die Preise auch durchzusetzen und sich die Marke da auch zu positionieren. Deswegen auch hier hat der Markt erkannt, dass die Aktie nicht mehr günstig ist. Aber wir haben es auch am 2. Juli besprochen im Aktienmagazin und nicht im Aktienmagazin, im Hot Stocks Telegram. Und wenn man sich jetzt den Chart heute so anguckt, wir sind da noch nicht sehr stark rausgelaufen, aber auch hier eben hat sich so ein gewisser Abwärtstrend gebildet oder versucht zu bilden, der dann aber hier an der Stelle spätestens auch negiert ist und dann ja mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit das Ganze jetzt weiter nach oben rauslaufen wird. Also auch das, was wir hier sehen, ist eigentlich ja, sehr gesund. Ja, wir kriegen hier einen Rücklauf im Bereich des 38er GD und ziehen jetzt auf neue Hochs raus. Also auch das ist intakt. Ja, auch da, die Bewertung ist nicht ganz günstig, aber das ist ein allgemeines Thema. Und dennoch ist so eine Aktie als Beimischung in einem Qualitätsportfolio dennoch interessant. Aktuell, ganz aktuell, auch eine Aktie, die wir schon mal recht früh im Hot Stocks Telegram besprochen hatten, ist die Generac Holdings. Generac Holdings ist eben der größte Anbieter oder führender Anbieter von Notstromaggregaten und deswegen habe ich die heute nochmal mit dabei, weil das die Chance ist, jetzt auch in Verbindung mit dem Hurricane. Da haben ja schon oder war wieder sehr gut zu sehen, was es bedeutet, eben Stromausfälle zu haben. In den USA ist es ein sehr, sehr großes Thema. Deshalb sind wir mit der Aktie mit dabei. Wir glauben auch, dass das ganze Thema noch weiter forciert wird, auch eben hinsichtlich dem Thema regenerative Energien bzw. Umstellung der Stromversorgung. Und deswegen ist das für uns eine interessante Aktie gewesen, schon eben Ende April. Wir sind dann mit so einer Aktie, wer dem Ganzen gefolgt ist, auch relativ weit vorne. Das war Ende April zu diesem Zeitpunkt. Ja, die ist zwar hier nicht in der Form ausgebrochen, wie wir es gerne gehabt hätten. Aber man sieht hier, der Rücklauf ist doch dann überschaubar, ja, nach dem Einstieg, dass man hier schon sagen kann, okay, wir haben hier wieder die Möglichkeit, dann nach oben rauszulaufen. Genau. Das ist noch eine Aktie, die wir aktuell für interessant halten, weil sie eben auch wieder zurück an die Hochs läuft und hier auch kurz vor dem Ausbruch steht, vielleicht auch hier nochmal eine gewisse kleinere Konsolidierung jetzt machen kann, weil wir hier doch eher in einer mittelfristigen Seitwärtsbewegung waren, aber wir kleben hier schon wieder am Allzeithoch. Kiesser Technology ist eine ähnlich interessante Aktie, weil die einfach auch profitiert. Das ist ein Messgerätehersteller, der von diesen ganzen Themen rund um Cloud und 5G profitiert, auch eben schon forscht im Bereich der Quantentechnologie. Und das ist eben auch interessant, dann zu sagen, okay, man greift diese Aktie auf, die ist mit 15 von 15 Punkten im Qualitätscheck bewertet. Die ist, haben wir jetzt vor 2 Wochen besprochen in der Ausgabe. Und das ist eben eine Aktie, die auch vom KUV mit einer Bewertung von 6 und einem KUV von 27 noch nicht übertrieben teuer bewertet ist. Ist ein Hidden Champion. Also wir haben auch hier die Aktie im Hidden Champion Depot aufgegriffen, weil auch die Treiber da hinten eben 5G Cloud, das autonome Fahren hier hinten dran stecken. Und das ist halt natürlich auch hier wunderschön ausgebrochen, konsolidiert. Und jetzt bricht sie halt aus. Und das ist das, was wir jetzt in den letzten 10, 12 Tagen dann auch mitgehen, beziehungsweise so auch im Hot Stocks Telegram eben besprochen haben. Trigger hier waren für uns die Zahlen. Gab es ein
Tag mit einem recht breiten Ausschlag, oder mit einem hohen Ausschlag. Und das war für uns dann der Trigger, dass die Aktie herausgeht. Und genauso verbinden wir das Thema Qualitätsaktien und Hidden Champions mit dem Thema, ja, kurzfristigen Trading-Signale. Ich hatte es vorhin kurz angesprochen, um dann auch langsam zum Ende zu kommen. Also eine Aktie, die wir gerade aktuell natürlich in allen Sektionen mit dabei haben, weil das eben eine Aktie ist, die wir im Aktienrealgelddepot aufgestockt haben und hier diesen Abverkauf für übertrieben halten, beziehungsweise mittel- bis langfristig horrende Chancen sehen, gerade jetzt auch in der Blizzard-Sparte bei Activision Blizzard. Und wir hatten die am 30. Juli eben besprochen, als der starke Abverkauf kam nach dem Einbruch. Aufgrund dieser Sexismusvorwürfe und der Klage, das haben wir dann hier, hat man hier gesehen. Und ja, die Aktie ist natürlich in dem Moment, okay, die Facebook geht auf den 52-Wochen hoch heute. Dann kommt der Ausbruch. Hier der Alarm wieder ausstellen. Und das ist jetzt bei Activision eben das, dass man auch ein Qualitätsunternehmen nicht nur im Aufwärtstrend handeln kann, sondern dass man dann auch ein Qualitätsunternehmen in so einer Situation wie jetzt hier nach so einem Abverkauf dann auch antizyklisch aufgreift. Das kann jetzt, also wir haben in unserem Trading Depot haben wir die Aktie mit reingenommen, weil wir hier jetzt damit rechnen, dass das eine Bodenbildung wird und wir wieder nach oben gehen. Wir haben einen Insiderkauf gesehen im Bereich von 81 bis 82 Dollar. Und das sind für uns einfach dann Signale, dass hier auch der Aufsichtsrat doch sagt, okay, wir glauben hier auch längerfristig an die Thematik. Und so kann auch ein Qualitätsunternehmen suchender Investor, um es so auszudrücken, eben auch antizyklisch hier mit einsteigen. Ich bin transparent, ganz klar. Ich selber habe auch Activision aufgegriffen in dem Bereich. Roundabout um 82 Euro bin da oder 83 Euro bin da leicht. Im Minus, aber eben wie gesagt, als Langfristposition sollte die mit in ein Depot mit rein. Und als letzte Aktie, die hatten wir auch am 20. Juni besprochen, das ist ein US-Krankenversicherer, der eben hier auch als News mit dabei hat, also auch hier von der Bewertung super attraktiv, kein KGV von 20 oder unter 20. Sieht jetzt dann aus einer mehrwöchigen Konsolidierung aus, können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Und das ist eben auch etwas, bei der wir uns relativ sicher sind, dass das eine Aktie ist, mit der man ruhig schlafen kann. Das war jetzt der Trigger, konsolidiert auch hier noch mal die letzten 3, 4, 5 Tage, hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass eben ja der Healthcare-Sektor jetzt nicht super gesucht war, weil wir das doch auch letzte Woche eher wieder Wachstumsaktien ja, vorne gesehen haben oder auch Aktien aus anderen Sektoren. Aber auch hier kann ich mir gut vorstellen, dass auch hier, wenn es gerade mal wieder unruhiger wird an den Börsen, dann auch diese Aktie rauszieht. Aber auch hier meines Erachtens absolut eine Chance, jetzt hier die Aktie aufzusammeln und längerfristig dann auch im Depot zu haben. Das sind dann auch immer so Themen. Klar, wir gucken auch ein bisschen, wo kommt der Analystensupport rein, wobei wir das nicht nur tun, sondern auch unsere eigenen Analysen eben machen. United Health hat dort eben auch Programme angekündigt, dass wenn Kunden da können wir gerade auch noch mal reinschauen in die Ausgabe vom 20., dass wir da noch mal schnell reinschauen, dass die Aktie hier beispielsweise auch mit Peloton eben zusammenarbeitet, um da die Menschen dann auch zu animieren, hier dann auch Sport zu treiben und dementsprechend dann auch eben Gesundheitskosten zu senken. Und eben auch hier, das war für uns auch ein Trigger am 19., warum wir auch geglaubt haben, die Aktie zieht jetzt raus, was sie jetzt aktuell noch nicht ganz tut, eben, dass sie dort eben, ja, eine Online-Apotheke aufrüstet, ja, und mit dem Optim Store eben dort Generika zu einem Preisanlass
Nachlass anbietet und Kunden dann gleichzeitig eben dann auf die Versicherung verzichten. Und das ist eben etwas, da will man versuchen, natürlich auch die Kosten zu senken und auf der anderen Seite auch eben, ja, wenn man hier mittelfristig, längerfristig erstmal davon ausgeht, dass auch, ja, hier die US-Regierung im Krankenversicherungssystem hinten dran steht. Genau. Sehr solides Unternehmen, fair bewertet, gerade aktuell am Ausbruch des Hochs, also kann auch unseres Erachtens aufgesammelt werden. Gut. Okay, ich gucke gerade nochmal auch parallel in den Chat, bevor ich Ihnen sage, wie Sie an das Hotstocks Telegram kommen oder wo Sie es bestellen können, beziehungsweise auch hier eben eine tolle Aktion noch, die bis morgen läuft. Das dann eben, weil ich hoffe, dass ich das heute auch rübergebracht habe, wie Sie eben diese Themen, wenn Sie nach Einzelaktien suchen und vielleicht nicht den Weg der regelbasierten Anlagestrategie gehen wollen, dass Sie dann eben beispielsweise auch das Aktienmagazin koppeln können mit dem Hotstocks Telegram oder das Hotstocks Telegram mit einem Hidden Champions Depot, um dann da dementsprechend auch dann Einstiege in solche Qualitätsaktien zu finden. Und so, Sie haben es ja vorhin auch einige von Ihnen gesagt, Sie sind sowohl Trader als auch Investor, dass man das dann ein Stück weit auch kombiniert. Ich gucke gerade nochmal in die Fragen. Da ist es eben so, es werden im Hotstocks Telegram werden nur US-Werte besprochen. Das war die Frage. Nein, wir besprechen auch den deutschen Markt, auch den europäischen Markt, wie gesagt, aber auch den indischen Markt. Dort haben wir ja als deutsche Privatanleger eher das Thema, dass wir ja nicht alle oder ja nur eine gewisse Auswahl an Stocks handeln können und dann eher tendenziell auch auf ETFs zurückgreifen müssen. Und wir haben aber auch dort, dass wir immer mal auch eine Aktie vielleicht auch aus dem russischen Markt beispielsweise auch besprechen. Eine Yandex haben wir besprochen, auch im Hotstocks Telegram. Genau. Sind Sie der Meinung, dass Qualitätsaktien trotz hoher Bewertung KGV, KV bei einem allgemeinen Börsenrücksetzer nach dem Rücksetzer verlässlicher im Wert steigen? Ja, das ist anzunehmen, weil im Endeffekt wir in Aktien investieren, die natürlich in einem allgemeinen Rücksetzer wahrscheinlich erstmal auch weniger verlieren dürften. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage. Deswegen ist die Frage, ja, wenn ich natürlich weniger Rücksetzer habe, dann bin ich natürlich auch schneller wieder auf meinem Hoch. Deswegen würde ich die Frage so beantworten, dass es so ist, ja. Dass die verlässlicher im Wert wieder steigen. Genau. Also das ist das, was wir ja auch gesehen haben in der regelbasierten Strategie, dass wir da weniger Drawdown haben als eben der S&P selber, wenn wir nur auf qualitätsstarke Aktien laufen. So, haben wir jetzt aktuell hier ich werde jetzt gerade gefragt, ob man einen Alarm auf Allzeithoch einstellen kann. Es gibt über den Trader Ringman in der Software die Möglichkeit, sich die Allzeithochs melden zu lassen. Sie haben die Möglichkeit, sich den Alarm für den 52-Wochen-Hoch einzustellen, beziehungsweise ist das so, dass wenn Sie, ich zeige Ihnen das gerade, hier die Papers, hier schnell auf Paper gehen. Sie hier die Möglichkeit haben, sich dann hier auch die 52 Wochen Hochs eben anzeigen zu lassen. Den Report öffnen. Also nee, Sie müssten es screenen in dem Moment. Hier haben wir nicht die 52 Wochen Hochs drin. Genau.
Haben wir sonst noch eine Frage? Gibt es das heute gratis? Jetzt ist die Frage, was genau gratis? Gratis gibt es heute die letzte Ausgabe von mir zum Download des Hotstocks Telegrams. Das gibt es heute gratis. Das stelle ich jetzt gerade noch einen Link ein für Sie. Den können Sie sich dann runterladen. Ich stelle das gerade in den allgemeinen Chat. Genau, dann können Sie da die heutige Ausgabe runterladen. Und wir gucken noch mal eben, wie Sie die. Sie gehen hier über Aktienmagazin Produkte, und hier haben wir eben unser Aktienpremium, unser Aktienmagazin, das Aktienrealgelddepot. Das sind wirklich auch interessante Aktien für Sie, weil das eben für Sie als Investor Aktien sind, die eine hohe Chance haben und aber ein geringes Risiko. Und auch hier haben Sie eben Zugriff auf diese 100% regelbasierten Depots. Und eben, wie gesagt, in der letzten Ausgabe wurden da auch High-Quality-Stocks aus dem High-Quality-Alpha-Selection besprochen. Und eben auch hier das Hotstocks Telegram können Sie hier bestellen. Und wie gesagt, wenn Sie das bis morgen tun, dann kriegen Sie pro Produkt Ihrer Wahl, also zum Beispiel Sie bestellen das Hotstocks Telegram, dann können Sie da noch eines der anderen Magazine mit dazu bestellen. Ich empfehle da ganz klar dann eben das Aktienpremium, das Aktienmagazin hier mit dazu zu nehmen. Das war's für heute. Gibt es von Ihrer Seite aus aktuell noch Fragen? Ich sehe jetzt aktuell keine. Ah, doch. Ja, es gibt eine Aufzeichnung, die werden wir über YouTube mit einstellen. Genau. Gut. Dann bedanke ich mich an der Stelle für das Kommen. Hoffe, ich konnte Ihnen da einen gewissen Beitrag leisten und Ihnen da ein Stück weit die Verbindung zwischen Qualitätsaktien, wenn Sie sie selber aussuchen möchten, und dann eben den Ansatz dazu, wie man sowas auch nach technischer Analyse bzw. mit Newsimpulsen dann auch eben verbinden kann. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ich werde wieder ein Webinar machen am Montag, den 20.09., auch wieder um 18 Uhr. Und Thema wird dann sein Hot Stocks. Hier spielt die Musik. Dann werden wir nämlich wirklich darauf eingehen, welche aktuellen Aktien gerade am Markt gespielt werden. Vielen, vielen Dank. Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, bei Ihnen hat es auch mal aufgehört, wieder zu regnen. Und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sommer und hoffe, Sie dann am 20.09. hier wieder mitzuhören. Vielen Dank.